So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder zurück beim Let's Play Mafia 2. Ich bin wie immer der Fennec. Und wir sollen jetzt zum Maltese Falcon mit einer Knarre kommen. Und da ahne ich auch schon Böses. So, wir müssen natürlich uns erstmal jetzt hier wieder... Na? Ach, komm schon. Komm schon. Nein. Nein. So. Unseren Freizeitanzug. Ja, komm, den Freizeitanzug anziehen. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann auf geht's. Brauchen wir nur noch ein Auto. So. Okay. Hey, Jungs, was ist los? Wissen, hey, Freundchen, du behinderst hier polizeiliche Ermittlungen. Schwirr ab! Hier ist die Polizei. Machen Sie auf! Okay. Interessant. Ich hoffe, die suchen eigentlich nicht nach uns. Das glaube ich aber nicht. So. Die Haushälterin, ist es die gleiche wie beim Joe in der Wohnung? Spioniert die uns nach? Naja, egal. So, dann gehen wir jetzt mal zur Garage. Die ist hier, genau. Muss mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gezockt, muss ich sagen. Also, Mafia 2. Und wir nehmen... Hot Rod. Nee, komm, komm, wir nehmen was. Oh, der sieht aber noch gut aus. Na komm. Den will ich eigentlich nie so oft nehmen, weil den zerstören wir sonst immer. Huch! Okay, ich muss mich da definitiv wieder dran gewöhnen. Und, ja, ich muss hier natürlich die ganze Zeit quatschen, weil ich habe es im letzten Video, glaube ich, schon mal gesagt. Die Musik im Hintergrund ist natürlich wie alle Lieder aus den 50ern GEMA geschützt. Ich sag's immer wieder gerne. Egal. So. Ach komm. Spaß mir jetzt mal und mach einfach den Radio aus. Obwohl ich die Musik richtig, richtig geil finde, aber ich habe keinen Bock, dass hier schon wieder Videos gebannt werden. Einfach nur, weil man einen kleinen Futze wunderbare Musik im Hintergrund hört. Aber naja. So, überfahren wir mal hier richtig schön die rote Ampel. Und wow. Garage müssen wir nicht. Heieiei. Ich hatte mich gar nicht mehr an die Steuerung hier erinnert. Alter! Ich glaube, ich sollte das Ganze ein bisschen weniger empfindlich einstellen. Vor uns sind auch noch die Bullen. Muss man sowieso vorsichtig sein. So. Aus dem Weg! Oh ja. So, doch schon, ja, ich muss schon sagen, wenn die Musik weg ist, fehlt schon ein bisschen was. Weil das unterstreicht das ganze Feeling hier einfach nochmal. Dieses richtig geile 50er-Jahre-Feeling. So, jetzt noch schön einparken hier. Genau, schön über den Bordstein. So, ach, das ist doch perfekt. Und ab ins Maltese Falcon. Morgen, Eddie. Hey, Vito. Ich will dir jemanden vorstellen. Vito, das ist Carlo Falcone. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also, Vito. Was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone... Diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die zwei führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen. Was zum Teufel ist los? Ein Auto mit 3 unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Guarino was damit zu tun hat. Wer sind die 3? Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er damit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Und wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken?
Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. Okay, wir sollen also unsere Jungs wieder rausholen. Warte vor Freddy's Bar auf Luca. So, unser alter Freund Luca Greeno, mit dem wir ja noch eine Rechnung offen haben. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird sehr, sehr geil. So. Dezent die Straßenseite gewechselt und weiter geht's. Blöder Öltransporter. Ist doch ein Öltransporter, oder? Ja. Oh, ach, scheiße. Ach, komm schon. Weg da, weg da, weg da. Blöde Fußgänger. Man sollte mit dem Auto auch über den Gehweg fahren dürfen. So. Polizei? Was macht denn die Polizei da? Okay, mal eine Runde abhängen. Auch nicht schlecht. Besser als uns hinterher zu fahren. Ist auch wieder sowas. Hier cruist so viel Polizei. Boah, cruist. Hier fährt so viel Polizei durch die Gegend. Wie komme ich auf cruise? Na, egal. Hier fährt so viel Polizei durch die Gegend. Das ist schon richtig... Das ist schon gar nicht mehr schön. Und genau in dem Moment, in dem ich das sage, kommt natürlich hier gleich wieder ein Polizeiauto. Ich wollte schon sagen, genau in dem Moment, in dem ich das sage, kommt hier natürlich ausgerechnet keine Polizei. Lukas Wagen? Ah, wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Okay, folge Luca, ohne bemerkt zu werden. Da hau ich am besten mal den Tempomaten rein. Weil der Luca fährt ja jetzt auch nicht so schnell. Der will ja schließlich auch nicht verhaftet werden. Ist im Mafia-Geschäft immer etwas schlecht, wenn einem die Polizei auf den Fersen ist. Und jetzt hier rechts. Ich bemühe mich auch ein bisschen in dem Let's Play ein bisschen ruhiger zu sprechen, weil mir ist aufgefallen in den letzten Folgen, wo ich da so ein bisschen, ja, überschwänglich erzählt habe, da ist mein Mikro irgendwie nicht so ganz, oder Audacity nicht so ganz mitgekommen. Auf jeden Fall war da ein bisschen, sage ich jetzt mal, eine Übertaktung drin. Das heißt, bei besonders lauten Tönen hat das Mikro nicht mehr so ganz mitgespielt oder wie auch immer, oder Audacity oder was auch immer. Und hat den Sound ein bisschen verschandelt. Ich muss mal gucken, ob ich da noch irgendwas mache. Aber auf jeden Fall rede ich jetzt deswegen ein kleines bisschen leiser. So, komm, Tempomat raus, ist mir jetzt zu blöd. Ich verliere ihn. Ja, ist ja gut. So, da ist er ja wieder. Wohin fährst du, Luca? Nach Riverside? Nach Riverside? Interessant. Und er hat ein richtig schickes Auto dabei. Ah, da freue ich mich schon. Könnten wir ihm das vielleicht später abknöpfen? Alter Schwede. Wo ist er denn jetzt hin? Ah. Moment, fährt er auf den Schrottplatz? Nee, oder? Zabruskis Schrottplatz. Ernsthaft? Nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Ah, doch nicht. Okay. Fährt irgendwie ins Industriegebiet, so wie es aussieht. Was auch immer er da vorhat. Aber so wie ich die einschätze, halten die da unsere Jungs gefangen, wenn die überhaupt noch leben. Aber das hoffen wir doch alle, Freunde, oder? Huch. Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Clementis, okay. Schlachthof. Muss unbemerkt da rein. Finde eine Möglichkeit, dich in das Schlachthaus zu schleichen. Da sind ein paar Landstreiche. Jetzt schaue ich mal. Ich glaube, da hinten können wir lang, oder? Das sieht zumindest ganz danach aus. Okay, okay, okay. Na, sieh einer. Das könnte klappen. Und ich sehe schon wieder was, oder? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, hier wird wieder ein bestimmtes Sammlerobjekt rumliegen. Die unter euch, die letzten Folgen gesehen haben, die wissen, was ich meine. So. Oh Mann, wie das stinkt. Ja, wir sind hier offenbar im Abfluss dieses ekelhaften Schlachthauses.
von unserem werten Freund Clementi. Alter, ist ja widerlich hier. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Ja, ich denke, dass der uns hier drin nicht erwischt. Das kleine Hündchen. So. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen eine Paranoia von... Scheiße! Gerade wollte ich sagen, ich habe ein bisschen eine Paranoia von so Games wie Dead Space, dass immer aus diesen Röhren irgendwas rausgeflogen kommt, aber immerhin war es kein Monster, sondern nur ein Haufen Scheiße. So, Freunde, und ihr wisst, was jetzt kommt. Oh ja. Zeige ich jetzt nicht zu lange, dann, ja, ihr wisst, Community-Richtlinien und sowas. So, wobei ich denke, dass das wahrscheinlich weniger Probleme bereitet. Oh, guck mal. Ah, ist der süß. Oh, weggerannt. Sprossenwand. Leiter benutzen. Hoffentlich hält die. Und da ist auch der Hund. Oh, geh in Deckung. Was? Wo? Maul verflucht nochmal. Ist da jemand? Geh doch runter. Geh runter. Da ist keiner. Also halt's Maul. Oh, fuck it. Legt ihn um, ihr Idioten. Ja, ist ja gut. Ich wollte hinter den Fässern in Deckung gehen, aber das ging natürlich nicht. Alter, willst du mich verarschen? Oh. Alter! Manchmal, es gibt wirklich Momente da, und ich merke schon wieder, ich werde schon wieder verdammt laut hier. Aber da scheiße ich jetzt drauf, jetzt verpisst euch! Ich habe genug Geld, um mein Auto reparieren zu lassen. So. Und hinter uns natürlich wieder die ach so tolle Polizei, unser Freund und Helfer. So, ist mir jetzt egal, ich raste da jetzt hin. Oh oh. Ich bin. Es fängt ja richtig gut an heute, Leute. Ich. Oh. Hey, der Fennec, der ist voll der Noob. Der stirbt die ganze Zeit. Ja, du mich auch. So, und jetzt weg mit euch. Ist mir sowas von egal. Ich bin jetzt wieder zum Luca und zu diesem blöden Schlachthaus. Geh in Deckung, geh in Deckung. Da. Wir haben überlebt, ist doch schon mal was. So. Da. Ja, da kriegen wir jetzt, allen Ernstes, da kriegen wir so einen Futzel, so einen winzigen Futzel abgezogen. Und wenn man 2 km/h schneller fährt gegen eine Wand, okay, ist man wahrscheinlich mehr als 2 km/h. Und dieses tolle italienische Lied, Alter, kann es sein, dass unser Auto so gut geschrottet ist? Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich den Realismus dieses Spieles liebe. Ich habe überhaupt keine Worte dafür. Überhaupt keine Worte. Da. Aus dem Weg. Blöde andere Menschen. Oh. Lukas Wagen. Ah, wo steckst du, Luca? Ja, da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Total unauffällig. Alter, im qualmenden Auto. Oh Mann, ey. Als ich das Spiel damals alleine gezockt habe, ist mir da sowas auch passiert? Wahrscheinlich schon. Und wieder mal den Tempomaten rein. Ich muss hier immer ein bisschen über das Mikro greifen oder am Mikro vorbeigreifen, um zur L-Taste zu kommen, womit wir den Tempobegrenzer anmachen. Ja. Ich fahre in meinem brennenden Auto durch die Straßen. Oh. So, der Luca tritt ja jetzt ordentlich aufs Gas, soweit ich weiß. War ja vorhin auch so, wobei. So schnell fährt er jetzt gar nicht.
Da steht. Wieso steht hier eigentlich immer ein Auto? Ich habe da vorhin auch eins, oder? Da müssen wir ein bisschen zurückbleiben. Aber jetzt, dieses Mal. Rechnen wir mit den Schweinen um Clementi ab. Ich hoffe mal, dass Clementi selbst auch dort ist. Und ich hoffe mal, dass ich die Anschuldigung jetzt zurecht ausspreche, weil wir wissen ja eigentlich gar nicht, ob Clementi dahinter steckt, wobei ich es dem durchaus zutrauen würde, nachdem er uns so gelinkt hat. 5000 Riesen und ein Besuch im Knast haben wir ihm zu verdanken. Also 5000 Riesen, die er uns abnehmen wollte, natürlich. So einer Scheiße nicht so gut. So, der Bruski hat damit natürlich nichts zu tun. Unser guter alter Freund, zu dem wir ja auch mal wieder ein paar Autos bringen könnten zum Verschrotten. Da kriegen wir auch Geld dafür. Und ich hoffe auch, wir haben genug Munition und Waffen dabei. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlecht. So. Jetzt parken wir hier ganz dezent. Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Klar hat Eddie recht. Unbemerkt da rein. Und wir kennen ja das Spiel. Einmal ab in die Kloake. Die Kanalisation, das könnte klappen. Schätze, das kann ich aufbrechen. Ja, das kannst du, mein Freund. Da ist ja auch kein Schloss dran. Und auf damit. Oh Mann, wie das stinkt. Na, komm schon. Beweg dich, Vito. Man kann auch unter Kanalisation, wenn man sowieso schon versaut ist, kann man ja auch schon ein bisschen schneller laufen. Ey, Freunde, ich denke immer bei diesem Runtertropfen an irgendwelchen Sabber von irgendwelchen Monstern. Probleme machen. Was natürlich hier nicht hingehört, aber ich erinnere mich da an so manches. Und eine kleine Dusche gefälligst. Scheiße! Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt müssen wir richtig in Deckung gehen. Na, da haben wir wieder unsere kleine Ratte. Und da ist auch wieder die Leiter. Und diesmal richtig. Da muss ich jetzt sofort gucken, wo wir in Deckung gehen könnten. Am besten, ja, hinter dem Container. Ducken und in Deckung. Na komm schon, Vito. Raus da. So. Jetzt müsste es aber gehen. Halt's Maul, verflucht nochmal! Ist da jemand? Da ist keiner. Also halt's Maul, sonst machen wir Hackfleisch aus dir. Blöder Köter. Okay. Jetzt krieg ich dich, du knochiger kleiner Scheißkerl. Na, sieh einer an. Waffen sind hier nicht erlaubt, wie das? Oh, das sind unsere Leute. Okay, wie kommen wir da jetzt rein? Können wir da hochklettern und dann über die Rohre? Aber ich warte erst mal, bis die da drin sind. Bis die Männer weg sind, damit die uns nicht mehr sehen. Gut, die Luft ist rein. So, finde eine Möglichkeit, dich ins Schlachthaus zu schleichen. Okay, ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall hier hinten hoch. So, das wird uns auch schön angezeigt hier. Und da denke ich jetzt einfach mal... Ja, aha... Oha. Lautlos wie immer. Wenn du schießt, werden die Jungs umgelegt. So, was machen wir jetzt mit dem? Den lassen wir da jetzt einfach mal liegen. Oh Mann, ey, wie viele Leute sind da auf der Map jetzt wieder? Und in Deckung. Rette die Jungs, finde heraus, wo sie festgehalten werden. Okay, zu der Tür müssen wir also. Scheiße. Und an den ganzen Typen hier vorbei. Ich hoffe mal, die verpissen sich da jetzt. Alter. Ah, okay. Ich rauch doch nur eine, reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. Und immer leise sein. So, kommt der jetzt auch noch nach, oder? Okay. Alter, was machen die mit dem? Alter Schwede. Okay. Okay. Ach was?
Nein, das war kein Schwein. Das klang mir nach... Ist ein Scheiß in den Ohren? Das war ein Schwein. Hör dich hin. Ja, aber... Muss man hier alles zweimal sagen? Okay, die stehen da. Gehe ich jetzt mal hier rein. Also, ist immer noch kündig. Okay, okay, ich... vielleicht nächsten Monat. Ja, wenn ich hier arbeiten würde, würde ich auch kündigen. Das ist ja richtig Alter. Oh, Alter, da ist ja auch noch einer. Soll das ein Scherz sein? Wer soll dich denn anstellen? Ja, das würde ich mich jetzt auch fragen. Oh Mann, ey. Ich hoffe, der sieht uns hier nicht. Weil wir dürfen hier ja keine Waffen benutzen. Was ist jetzt mit dem Schloss hier? Moment, gehen wir jetzt... Das ist auch so die Frage, wo gehen wir jetzt lang? Wir gehen mal dahin. Da kommen wir nicht durch. So, und jetzt? Bewegt es sich da noch weg, oder? Verdammt, ey. Alter, wie sich das anhört. Hey, ihr beiden. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von... Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel! Verpisst euch von hier! Okay, soll mir recht sein. Halt die Klappe. Gehen wir. Okay, die werden jetzt also offenbar die Arbeiter hier los, damit die hier unbehelligt unsere Freunde foltern können. Dann hoffe ich jetzt aber mal, dass wir die jetzt endlich hier rausholen können. Und ich denke auch mal, die sind ja jetzt hier weg. Komm, dann gehen wir mal hier lang. So. Und immer vorsichtig. So. Komme sofort! Oh! Moment, wo müssen wir... Da müssen wir lang, okay. Glaubt ihr, ich weiß nicht von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's dir so gehen wie dein Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Okay. Das hat wehgetan. Alter, jetzt müssen wir gegen diesen riesen Typen hier kämpfen. Aber... Oh, shit. Der hat einen harten Schlag drauf, alter Schwede. Na, komm. Na? Nochmal? Dreh ihm seinen Scheißkragen, Sammy. Und jawohl, so sieht's aus. Zack und zack und bye bye. Hey, du willst mich doch verarschen, jetzt komm schon. Na bitte.
Jungs, macht ihn fertig. Okay, so, jetzt geht's ab hier. Und wie sie abgeht. So, gute Nacht. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg, jetzt immer mit der Ruhe hier. So, hier können wir nichts mitnehmen. Du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Beans, bleib hier. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Natürlich nicht. So. Wo? Ach, scheiße. Alter Schwede. Er schießt jetzt, Alter. So, gute Nacht. Bleibt noch einer. So. Den jetzt auch erwischt. Wir haben aber kaum noch Munition. So, komm. Dann nehmen wir jetzt erstmal Muni mit. Das ist eh die beste Waffe, die es hier gibt. Der pisst sich in die Hose, bis ich mit ihm fertig bin. Okay, jetzt aber vorsichtig hier. Ja, rate mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Sie können eine Scheiße, zu spät. Da kommen sie. Ey, komm. Fahrt zur Hölle! Ich erledige sie aber gleich, bevor sie aussteigen. Okay, vielleicht ein bisschen zu spät, aber einen Wagen haben wir ja schon mal erwischt. So, alle bis auf einen, nee, bis auf zwei haben wir erwischt. Was, Lasagne? Alter, und wie viele? Aber wir sind in der besseren Position, zumindest ein bisschen. Komm schon, regenerieren. Huch. Scheiße. Schade, ich dachte schon tödlicher Armschuss. So. So, komm schon. Bisschen die Waffen durchwechseln. Alter, wo haben wir den? Wie er seitwärts schießt, auch nicht schlecht. Komm schon, raus. Und erwischt. So, und jetzt hol Luca. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher. Klar. Wenn man mehr so scheiß Anrufe macht. Komm schon, lass mich rein. Leck mich. Na los, worauf wartest du? Gib dein Bestes. Irgendwie scheint da was nicht zu funktionieren. Du schaffst es nicht, ja? Das tut mir was. Können wir deinem irgendwie helfen? Scheiße. So kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Verfluchter Hurensohn. Ich dreh dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wofür verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Geh die Post ab hier! Scheiße! Komm her, du Wichser! Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden Knochen aus der Leib, du kleiner, schwanzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelst vor Blut, hä? Nein, mich ekelst vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchengrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von hier verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht.